wir gehen rein. Jetzt als nächstes beim guten Euer Boy hat sich eine kleine Auszeit gegönnt vom YouTube-Hustle, vom YouTube-Zirkus und hat aber natürlich hinter verschlossenen Türen akribisch an seinem nächsten hoffentlich Meisterwerk gearbeitet. Das Ganze heißt Deutschrap Cringe Beefs. 36 Minuten, Alter. Bruder. Bruder. Euer Boy macht weiterhin keine Gefangenen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Fortsetzung, also was heißt Fortsetzung, aber so ein bisschen so in die Richtung geht wie Funny Deutschrap Beefs. Kennt ihr das Video von ihm? Funny Deutschrap Beefs hieß das, glaube ich. Mwah. Habe ich wahrscheinlich schon 5 oder 6 Mal geschaut, Digga. Das ist so lustig, Alter. Tränen gelacht, ja. Genial. Und ich hoffe mal, dass das Ding hier mindestens genauso gut wird. Wir gehen direkt rein, meine Freunde. Wenn zwei Egos aufeinandertreffen, kommt es oft zum Kampf. Ein bitterlich geführtes Duell um Ehre, Stolz und Reputation. Martialische Gewalt und Flüsse voll Blut. Und es gibt Deutschrap. Keine Gewalt, doch sehr viel Cringe. Yes, yes, sehr, sehr gut hier am Anfang zusammengefasst, ja. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Wie viele Deutschrapper haben sich schon gegenseitig in Instagram-Stories gedroht, sich da komplett die Fresse zu polieren, ja? Es ist genau einmal passiert bisher, ja? Wir lieben Cringe. Seid ihr bereit? Azad würde ich da nicht dazu zählen, weil da gab es noch kein Instagram, ja? Ich habe ja gerade gesagt, Instagram-Ansagen und so weiter, ja? Azad natürlich auch damals, ja? Bei Sido hat er durchgezogen, ja? Gewisses Maß an Realness, ja? War da auf jeden Fall vorhanden, Digga. Legendärer Clip, Alter. Unfassbar. Hier sieht man schon, ja? Say it, ja? Der Drunken Master. In dem vollständigen Clip, ja, da rutscht ja der Sayed hier fast von der Bühne, ja. Der Bruder springt hier versiert, noch mit Sonnenbrille auf, mit voll frontal, ja. Ins Leere, kann man ja schon so sagen, ja. Dann war es ja auch so, 5 Sekunden später, als der Bruder hier schon bewusstlos lag, kam ja dann DJ Arrow noch von ganz hinten und hat dann mal wie ein echter Mann, ja, seinen vollsten Mut zusammengenommen, ja, und hat dann sein kleines Rehbeinchen mal nach vorne gestreckt, um dem Bruder hier nochmal zu treten. Ehre geht raus, ja, DJ Arrow, bester Mann, Alter. Das ist ja schon wieder epic as fuck hier, Alter. Ich fühle mich schon wieder unterhalten wie bei einem großen Netflix-Film, Alter. Kampf Nummer 1. Das erste Duell heute ist ein Stadtderby. Auf der linken Seite Lucio 101, aka... Ich bin Berliner, das heißt, ich fick deine Mutter bei Maschgal. Und genau so ein Maschgal sehen wir heute. Er tritt an gegen Esco 44... Also er fängt hier direkt an mit dem Treffen der Giganten, Digga. Oh Mann, das sind wieder viele Zahlen, aber lasst mich euch helfen. Die Ziffern hinter den Namen stehen für die bis 1993 geltenden Postleitzahlen in Berlin. Schauen wir uns die Karte an. In diesem Fall wären das der Bezirk Mitte mit der Zahl 101 gegen Neukölln 44 im Süden. Aber ist schön, ja, also bei Euer Boy merkt man schon, Alter, man ist hier nicht nur unterhalten, man kriegt auch immer noch mal etwas mit. So, es wird einem noch ein bisschen an Informationen und Bildung auf dem Weg mitgegeben, meine Freunde, ja. Wie selten kommt das denn vor im Deutschrap, meine Freunde? Süden Berlins. Das war wieder Erdkunde mit Euer Boy. Yes, sir. Auf yes, sir. Einen fairen Kampf. Fight. Wenn zwei Nachwuchs-Gs in Berlin handfesten Stress haben, muss es um was Ernstes gehen wie Drogendeals, Großfamilienstreit oder... Hab ich überhaupt nicht mitbekommen, Digga, ja. Also ich weiß gar nicht, worum es hier ging. Aber so die leichte, unterschwellige, sarkastische, ironische, zynische Note, die man hier beim guten Euer Boy schon raushören kann, signalisiert mir, dass es hier um nichts ging, ja. Oder jemand ist wem bei Instant folgt. Aber nein, hier kommt es zum Streit, weil Esco angeblich Flows von Lucio geklaut hat. Guck mal, ich hab dich schon privat geschrieben, dass du keine Flows
klauen sollst und kopieren sollst. Aber was hast du da gerade getan? Du Riesenbaby, du. Was machst du da? Nizzy ist komplett ein Reime geklaut und Nizzy ist mein Bruder und ich misch mich jetzt da ein. Hör auf, diese Flows zu kopieren oder es wird was passieren. Hör auf mit dieser Scheiße, ja? Du ein Diss im Kofferraum. Kofferraum, 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 Kofferraum. Kofferraum, Kofferraum. Steht er auf, muss ich ihn nochmal hauen. Baileys, ich kippe, ob sie sind auf ihrer Lunge. Ey, ey, schwitzen wegen Kissen im Kofferraum. Du machst auf Mann, doch ich würde dich locker hauen. Hör auf, diese... Also weil er jetzt das Wort Kofferraum auch benutzt hat, oder was? Hat das jetzt, ich weiß gar nicht, wer von beiden das hier ist, aber hat der eine das gepachtet, oder was? Wörter zu nehmen und alles. Ja, was machst du da? Meine Adlibs, alles. Zeig mir ein Lied von dem... Hör doch mal auf, über Kofferraum zu rappen, Alter. Dem Jungen. Zeig mir ein Lied von dem Jungen. Und ich zeig dir eins von uns, was sehr viel Ähnlichkeit mit diesem Lied hat. Komischerweise. Esko gibt Kontra. Bitte denk nicht, du hast irgendwelche Reime erfunden. Rede nicht groß, du weißt, wo ich bin. Zeigst uns deine Story, zeigst uns, wo du bist. Ich komm jetzt zu dir, ich komm jetzt zu dir. Kopierer, kleiner Schwanz, Schwanzgeburt, Kunde. Von meinen Kunden, von, hast du gekauft, von meinen Kunden hast du gekauft. Keiner ist hier. Warte ich hier eine Story? Kleiner Schwätzer, du Quatscher, du. Ich bin komplett alleine hier. Wo bist du, du Schwanz? Such dich. Guck hier, keiner ist mit mir. Ich schwöre auf alles, keiner ist mit mir. Wer kennt auch noch dieses alleine kommen beim Einzelkampf früher? Ach, die gute alte Schulzeit. Nizzy ist auch gleich hier, du kannst kommen, mit wem du willst. Okay. Nice, ja. Meine Kumpels sind schon informiert, noch bin ich alleine, das ändert sich aber gleich, du hast genau 30 Sekunden, ja. Nice. Hier, hier, dein Freunde kriegen schon Klatschen, drei Leute. Okay. Das Video, wo es kracht, wurde von YouTube entfernt. Aber keine Sorge, ich habe seriöse, unabhängige Journalisten gefragt. Wo haben die jetzt Schläge verteilt? Pablo hat kassiert, Weimarer Park. Ich dachte, sie haben Weinbergpark gekämpft. Nein, Digga, war bei ihm Neukölln. Esko kam mit 10 bis 11 Mann und Lucio war bei Gott nur 4 mit Nizzy, Evando und Filo. Krasse Schläge. Usted de verdad son puro alemanes. Wie niemand weiß, dass Esko Nizzy getockert hat. Wo ist die Schläge? In einem Spät... Wo ist die Schläge, Alter? Bruder, wir sind verloren. Wir sind einfach verloren, Leute, ja? Wir können das können wir eigentlich sein lassen hier, ja? Das ist Kampf gegen Windmühlen, Leute, ja. Das ist, Bruder, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, wenn ich sowas lese, da, ich verzweifle. Das ist, da bin ich raus, ja. Da muss ich einfach ganz, ganz schnell los, ja. Im weiteren Video-Statement legt Nizzy den Mantel des Schweigens darüber. Egal wie es ausgegangen ist, Leute, das war der dümmste Grund für einen Einzelkampf, den ich je in meinem Leben gehört habe. Daher muss ich leider beide zum Verlierer erklären. Finde ich auch, ja. Es ist ein deutliches Unentschieden, aber ein Unentschieden, bei dem beide auch K.O. gegangen sind. Nächster Kampf. Auf der linken Seite, das Internet liebt ihn, Yin Kalle, aka. Oh, okay, ich verstehe. Ich glaube, das ist jetzt keine Fortsetzung von seinem Video Funny Deutschrap Beefs, sondern so etwas wie eine Erweiterung. Ich könnte mir vorstellen, dass alle Beefs, die im Video Funny Deutschrap Beefs abgearbeitet wurden, hier nochmal einen Upgrade erhalten, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt hier den Yin Kalle Negativ OG Beef hat, ja. Wo es einfach darum geht, wer hat mehr Drogen genommen, ja. Da wird sich gebettelt, ey, du nimmst gar nicht so viele Drogen. Ich nehme viel mehr Drogen, was redst du da, ja? Ich habe mir da ein paar Zannies gepoppt, Alter, und du hast gar nichts gemacht, Digga, ja. Viele kennen seinen berühmten Beef mit Negativ OG. Oh, doch nicht. G um die... Gab's da noch einen Beef? Politisch wichtige Debatte, wer von beiden mehr Drogen nimmt? Nehmen, nur weil ich an dem Abend keine Zan gepoppt habe. Digga, ich habe mehr Drogen in meinem Bauch gehabt, als du in deinem Leben mit deinen bloßen Augen gesehen hast. Krass, weird flex an der Stelle, ja. Aber ich finde auch, er ist ein absolutes Vorbild, meine Freunde, ja. Mein Idol, ich hoffe, irgendwann werde ich auch so viele Drogen im Bauch haben wie Negativ OG, Digga. Bester Mann, Alter. Das sind die Helden unserer Jugend, meine Freunde. Aber der deutsche Trapper nimmt gerade vom exzessiven... Aber er trinkt Sternburg. Das macht ihn sympathisch, ja? Der gute Yin Kalle. Ich finde Yin Kalle auf jeden Fall deutlich sympathischer als Negativ OG, allein schon wegen Sternburg. Exportiert in seiner Hand, meine Freunde. Drogenkonsum Abstand und wirkt reflektierter. Ich mag die Realität nicht so. Ich mag es einfach, völlig weg zu sein. Digga. Er ist ja komplett fertig, Digga. Meine Güte. Zu sagen und nicht mehr da. Wer ist dein Kumpel hier?
Alter, hier. Bruder, das kam mir komplett aus der Kalten hier, der Szenenwechsel. Also, so kognitive Fähigkeiten ausüben. Hat der Weihnachtskugeln in seinen Haaren, Alter? Da hilft nur der akribische, hektische Griff zur Kippe, meine Freunde. Ja. Kognitive Fähigkeiten ausüben zu können auf eine normale Weise, so wie es eigentlich ein Mensch tun, so able sein könnte. Zu sehr, aha, Grammatik-Foxer. Doch, der nächste Gegner wartet schon auf Jen Kalle und ist größer und bekannter als Negativ-OG. Oh shit. Vergesst den Drogenkrieg, oh hier shit. Kommt der Fashion-Beef. Fashion Beef. Gegen YouTuber Justin. Oh shit, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, ja. Der, bei dem Justin, da werde ich auch nicht richtig schlau. Ich kann mich nicht entscheiden, ja. Ich habe den jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den sympathisch finde oder nicht, Digga. Ja? Der Reaktionsboss und Modeguru, der in Sachen Fashion immer recht hat. Dieser Kampf wird spannend. Fight! Ich bin absolut nicht into Fashion. Ich trage seit Jahren T-Shirt und Jeans. Ich trage T-Shirt und Jeans. Aber bewerten kann ich die Aktion ja trotzdem und die beginnen. Also die teuersten Klamotten, die ich trage, die wurden mir von Deutschrap-Labels in die Staaten geschickt. So viel dazu. Also ich bin auch ein riesiger Fashion-Fan, meine Freunde. Ja. So, YouTuber und CEO seiner eigenen Modemarke Justin reacted auf Yin Kalle, zeigt sein Outfit und fängt... Ralle, den Fuffi sendest du mir später, ja? Richtig an zu ranten. Jip-check. Jip-jip. Jo. So, wir fangen von unten. Ey, deutsche Rapper haben dieses Wort so vergewaltigt, ne? Ist eigentlich so traurig. Nach oben. Chain. Fucking Chain Link. ich hab... Ey, auf was für ein Film ist er? Warum kann er nicht normal reden? we got the, Versace... Ey, Bro. Das ist die Lingo, so. Mann. Das ist die Lingo. Ja, das ist einfach overacted, Bro. Das ist peinlich. Wir sind nicht in Amerika. Ich bin KDW gekoppt vor... Monat oder so, 80 Euro, ja, krass, Bruder, ich glaube, er hat auch ausgesorgt. Kein Mensch, der Magella Archive Pieces anzieht, würde dieses Magella Archive Piece mit Versace Chain React Sneakern und Alexander McQueen saugen. Justin braucht eine Schneekugel, geht ja gar nicht, die Tonqualität. Ich glaube, das ist ein bisschen älter schon. Ich glaube, Justin, das sieht ganz nice aus hier mit dem Salzstreuer auf dem Kopf, ja. Der Standbild-King hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, der Justin macht aber aktuell, glaube ich, Reactions mit hochwertigerem Equipment, ja. Der hat ja eine, der hat auch eine Modemarke, ne. Irgendwie, glaube ich, der hat die erfolgreichste YouTuber-Modemarke, glaube ich, ne. Und, ja, macht damit ja ordentlich einen Reibach, denke ich mal, ne. Doch, zusammen. Peso, genau. Mixen. Weißt du, wo ich den das erste Mal auf dem Schirm hatte? Legende, Legende. Wo der sich mit Alec gebieft hat. Kennt noch jemand Alec? Alec, bevor er Lilano hieß, ja? Bruder, hab ich die Videos gefeiert, Alter. Alec hat ihn, hat ihm gut, gut Feuer gegeben, ne? Aber ich muss auch sagen, Justin hat auch gute Videos dann zurückgemacht und so, das war sehr, sehr unterhaltsam. Das habe ich, manchmal gönne ich mir so einen YouTube-Gossip-Scheiß auch mal, ja. Manchmal muss das einfach sein, Alter, ja. Wenn einem die Leon Lovelock-Videos ausgehen, muss man sich auch mal sowas gönnen, ja. Never. Weil ich feier Fashion einfach hart, Digga. Ja, das sieht man, Bro. Warum zieht man zwei Hemden übereinander an, Bro? Das ist doch einfach nur so ein unnötiger Flex. Aber ist es der Flex, Bro? Diese Kacke, wirklich für dieses 10... Ja, stimmt, ja, das weiß ich auch noch, Alter. Ihr wisst alle, ich bin sehr, sehr gut mit Tubo, ja, Grüße gehen raus an Alex, Alter. Aber Lilano hat auch ein sehr, sehr lustiges Video gegen Tubo damals gemacht. Der hat schon geile Videos damals gemacht, Alter. Wie hieß das eine? Pferdemädchen, nee, Wendy-Mädchen oder sowas. Kennt ihr das? Das, oh, das war ein Klassiker, Alter. Das ist, glaube ich, nicht mehr online, Digga. Bruder, ich habe mich totgelacht, ja. Also, Pferdemädchen-Video-Legende. 10.000 Euro aus, er hätte sich einfach mal einen vernünftigen Wecker kaufen können und dann wäre er einfach cooler, wenn er da im Gildan-T-Shirt steht. Yin Kalle ist natürlich not amused. Mann, wie er, Dicker, der so wenig Drip hat, auf meinen Drip und ein hartes Outfit gewesen. Der Typ ist ein kleiner Bastard, er hat keine Talente, er ist ein ekliger YouTuber-Sohn. Er soll seinen Mund halten, Alter.
Wer, was denkt er, wer er ist, Dicker? Aber man muss sagen, Jin Kalle ist auf jeden Fall jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ja. Wenn er jemand nicht leiden kann, der wird die auch direkt, ja. Da wird die HS-Bombe gedroppt, Alter. Ohne Kondolenz, aber mit eiserner Konsequenz, meine Freunde, ja. Es ist ein, er ist wirklich ein Vollblut-Rapper, Leute, ja. Ich weiß nicht, was der macht. Weißt du, was der macht? Er sitzt zu Hause rum, reviewt, wie andere Leute, die was im Leben reißen, wie die ballen, Dicker. Und das reviewt der, Dicker, und hatet dann darauf. Dicker, weniger Niveau geht doch gar nicht, Dicker. Ja, der kleine Lappen, Dicker. Wer war denn eigentlich der mit, den, mit dem 900.000 Vorschuss-Deal? War das negativ OG oder war das Jin Kalle? Negativ, ja. German Trapper ist wirklich nicht dumm und der nächste Gegenschlag wird kommen. Alleine gemessen an den Abonnenten hat Kalle keine Chance gegen Justin. Aber dann kommt der Gastauftritt bei Worldwide Wohnzimmer mit über 1 Million Abonnenten. Geil, Alter. Hab ich auch gar nicht mitbekommen, Digga. Das Video ist sehr, sehr schön, um hier die ein oder andere Wissenslücke auch noch gefüllt zu bekommen, ja? Und dort wird Jin Kalle gebeten, Outfits von Leuten zu bewerten, unter anderem von YouTuber Justin, feuerfrei. Das ist Justin, ich weiß nicht, ob du Justin kennst. Ja, Bro, das ist einfach so richtig so, okay, einfach nur, okay, ich bin jetzt auch hier so Red Stripe, aber look at this. Boah, was ist denn das für ein Outfit, Digga? Boah, das ist aber, also, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung von Mode, ja? Es kann ja sein, dass irgendwelche Mode-Konnoisseure das hier als extravagant abstempeln würden. Aber Digga, also wäre ich damals in der Schulzeit auf dem Pausenhof so rumgelaufen, Alter, im rauen Osten, Halle an der Saale, also ich wäre mit blauen Flecken übersät nach Hause gekommen, Alter. Das ist einfach genau das, was du jetzt kriegst, wenn du mit 5000 Euro zu Prada gehst und sagst, ja, ich guck mir die neue Kollektion an und das feiere ich und das feiere ich und jetzt gehe ich ein Bild machen für Insta. Aber ich... Ja, nicht alles, was teuer ist, sieht aber gut aus, ja, also... Ich finde auch teilweise, ja, also die Preise sind so heftig, Alter. Und da sieht das aber auch aus wie hingekackt und hingeschissen, Alter, ja. Ich finde es sehr kreativlos. Ich finde auch das Foto nicht geil. Sind diese Skimasken in? Ich mag, Digga, das ist auch so ein Ami-Ding, Bro. Weil die sind ja alle so kriminell und, ah, okay. Und so eine ekligen Marfa. Gentlemen, danke für die 200 Bits, danke für den Hype-Award-Stream, lange nicht mehr so gelacht. Ja, Digga, hast du dir das Video on Demand anscheinend gegeben, sehr, sehr schön, ja. Hype-Award-Stream ist natürlich noch in voller Länge online, ungefähr, glaube ich, 12 Tage noch, ne? Das war ja vorgestern was, glaube ich, ne? Ja, wer das verpasst hat, gerne abchecken. 4,5 Stunden monströse Unterhaltung, meine Freunde, ja. Fuck ist, die sind ja da immer auf dem Street-Shit und da hat es dann halt eine andere Bedeutung. Ich weiß nicht, warum der Motherfucker jetzt ein Ski, also so, um dieses ganze Winterding halt so, I don't know. Ich würde gerne wissen, ob du Ski fahren kannst, Boy. Boy. Bezweifle das, Dicker. Ich bezweifle das stark und wenn, ich fordere dich raus zu einem, zu einer Weltcup-Abfahrt in Bormio, Bro. Das ist meine Heimpiste, da fahre ich Ski, seit ich denken kann, Bro. Wow, Digga. Hat das stattgefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Pull up there, Bro. Wir fahren die Weltcup-Abfahrt. I'm gonna rip your ass, Bro. Und dann kannst du auch... Erkennst du den Song mit Jin Kalle? War anstrengend. Haben wir das gesehen? Glaub nicht, Alter. Aber der Bruder ist ja immer hochunterhaltsam, ja? Digga. Gerne in deinen ganzen Prada-Ski-Outfit kommen, Bro. I don't give a fuck. Dieser Konter war sehr unterhaltsam oder wie Kalle sagen würde. Damn, Bro, that was insane, Bro. Dieser Kampf geht an Kalle. Würde ich auch sagen, ja. Also zu 200% hat hier Jin Kalle komplett rasiert, ja. Nächster Kampf. Das Ex-Kollega-Signing Jigsaw versus Leon Marcher. Legende. Oh mein Gott, haben wir gelacht. Das ging doch, wir haben das doch über 3 Streams oder so alles live mitverfolgt, ne? Das war, Bruder, das war einfach anders wild. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt, ey. Man muss sagen, Leon Marcher hier unglaubliche Sympathiepunkte gesammelt. Das ist ja ganz klassisch, ja? So dieses 2 Leute, die im öffentlichen Leben sind und ein bisschen, ja, Leon würde ich jetzt nicht als Rapper bezeichnen, aber so, er hat ja auch Songs draußen, ne? Deswegen kann man schon irgendwo sagen, er tangiert jedenfalls so die Deutschrap-Szene. Jetzt nicht die unbedingt qualitativ gute Musik macht, ja, aber so die andere. Und ist ja immer so, ja, dass ich, wenn sich 2 streiten, ja, ist das so dieses, ja, komm du doch her, bla bla bla, und dann verläuft sich das im Sand. Leon ist wirklich hingekommen und was dann passiert ist, hat uns der gute Euer Boy hier wahrscheinlich nochmal sehr unterhaltsam zusammengefasst. Rapper gegen YouTuber, ein Klassiker der Neuzeit, fast schon Mode geworden. Beide haben bei ihrer Begegnung keinen guten Stand. Leon Marcher gehört mit Größen wie Simon Desio zu einer... Ist aber schon irgendwo so ein Trend, ja?
dass wenn sich Rapper mit YouTubern anlegen, dass die immer mehr den Kürzeren ziehen, ja? So kennt man euch, ja. Alten YouTuber-Brigade, die sich mit fragwürdigen Aktionen viel Fame und nicht den besten Ruf erarbeitet haben. Besonders seitdem YouTuber Mimi Leon Mascher in unzähligen Videos als Lügner und Fake-Pranker entlarvt hat. Doch gegen Jigsaw sollte Leon wieder Sympathiepunkte gewinnen. Fight! Jigsaw, vor dem Duell noch als Gangster-Rapper betitelt, war 2020 im alles fickenden Rambo-Modus und verteilte aus Istanbul heraus provokante Ansagen an Gott und die Welt. Er beleidigte für Promo die halbe Szene, aber vorzugsweise Leute, von denen er weniger Gegenwehr erwartete. Also das war wirklich eine sehr, sehr unangenehme Phase, die der Jigsaw gemacht hat. Jetzt hat er sich ja augenscheinlich geändert. Gucken wir mal, wo da die Reise hingeht. Ja, aber das war unangenehm as fuck, Alter. Eine Line gegen einen unbeliebten YouTuber kann man natürlich auch immer noch unterbringen, dachte er. Komm, egal, ich quatsch nur, marschier bitte. Keine Lustkrieg, was durch die Straße sieht. Komm, egal, ich quatsch nur, marschier bitte. Keine Lustkrieg, was... Dann die Überraschung. Leon Mascher reagiert darauf und lädt ihn zu einem Gespräch ein. Und Jigsaw so... Ich will nicht mit dir irgendwas sprechen. Ich will erst recht nicht irgendwelche Internetfilme machen. Okay? Ich will einfach nur ficken. Wenn du irgendwas zu reden hast, musst du herkommen. Er hat nicht nur mit dem Diss dafür gesorgt, dass halt Leon Mascher dann auf ihn geantwortet hat, sondern hat ihm auch wirklich noch gesagt, ja, komm her. Ja, wenn du irgendwas regeln möchtest, ich bin der Türkei-Digger. Ja, komm her und wir klären das. Ich hab mit dir nichts zu klären. Ich hab mit dir nichts zu reden. Ich hab dich einfach nur zu ficken. Ich werd euch alle ficken. Ich hab einfach Bock darauf. Dann wird's richtig lustig. Leon denkt sich, okay, Jiggy, ich komme zu dir. Den ganzen Weg nach Istanbul. Wir machen Boxkampf nächsten Sonntag. Absolute Ehre, ja. Und er hat das alles organisiert, ja. Der hat Boxkampf organisiert und so weiter, ja. Hat ihm Ansage gemacht. Das ging, glaube ich, 2 Wochen hin und her, ja. Also er hat ihm da wirklich auch 2 Wochen im Voraus schon gesagt, ja, ich komme. Und ich glaube, bis zur letzten Minute hat Jigsaw sich gedacht, der kommt sowieso nicht, ja? Und Leon gibt ihm sogar noch einen Bonus mit. Also Jiggity Jaggity Jackson. Also guck mal, ich mache dir jetzt das Angebot, guck mal. Die erste halbe Runde werde ich nicht boxen. Das heißt, du kannst boxen, so viel du möchtest, Digga. Alter, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, ja? Du kannst mich boxen, du kannst mich vielleicht dann K.O. hauen, du kannst alles rauslassen. Du kannst dann Leon so viel boxen, bis er keine Luft mehr bekommt. Mach einfach ein Ja oder ein Nein draus. Sag ja, ich boxe oder nein, anstatt dass du hier irgendwas ein vielleicht versuchst oder irgendwelche Aktionen. Wie viele Storys du machst? Wegen einem kleinen Land? Junge, was für Boxkrieg, was für... Ja, weißt du, wegen einer kleinen Leine, ja, da wird sich hier schon wieder gerade sehr, sehr hektisch ins Ruderboot geschwungen, ja. Er wird beidseitig gerudert, bis man einen Muskelkater im Bizeps hat, Digga. Live gehen, wenn du kommst, du holst deine Stiche ab, Junge. Wir lassen mal den Countdown laufen, vielleicht entscheidest du dich noch um, Digga, wie ein Mann. Also Leon Mascher ist ja bekannt für unzählige peinliche Aktionen, seine ganzen Fake-Pranks, bla bla bla. Muss man auch wirklich sagen, ja, Leon Mascher war nie der Sympathischste, aber mit dieser Aktion, Digga, hat er sich für immer in die Deutschrap-Beef-History verewigt und zwar durchaus positiv, meine Freunde. Und dann gucken wir mal, Digga, ob der Boxkampf nächste Woche Sonntag stattfindet, Digga. Jigsaw entgegnet, dass er nur einen Straßenkampf will, weil er natürlich weiß, dass er im fairen Duell aufs Maul bekommt. Leon zieht's eiskalt durch und fliegt tatsächlich zu Jiggy nach Istanbul, fest entschlossen, die Rosineier vom Studio-Gangster zu frühstücken. Oi, euer Boy ist aber auch, ich glaube, die Pause hat ihm auch gut getan, ja? Der Bruder hat ordentlich Hunger, der Bruder ist ordentlich angriffslustig, gefällt mir sehr, sehr gut, seine Ausdrucksweise, gerade hier vor allen Dingen bei diesem Exemplar. Angekommen in Istanbul, ein Tag vorm Boxkampf, bekommt Jigsaw den Standort vom Restaurant, in dem sich Leon Mascher gerade aufhält. Jigsaw, der Leon bekanntlich ficken will, mag aber nicht in den Laden reingehen. Es passiert nichts. Das Ausredengewitter beginnt. Das ist die Straße, ja? Ich sag, komm rüber, ich sag, komm hier. Ich sag, komm hier, komm. Das ist so peinlich, ja. Vor allen Dingen, Jigsaw hat auch damals auch noch so gesagt, ja komm hierher, du kommst hier, du komm in die Türkei, komm nach Istanbul, du kommst hier nicht leben wieder raus. Hat so getan, so als ob er da hier der Bürgermeister ist, ja. Irre krass, Digga. Komm. Weil hier, Bullen, krass Restaurant. Und jetzt achtet, das ist das Restaurant, der ist hier. Ihr müsst euch vorstellen, das ist das Restaurant und das ist die Terrasse. Digga, du bist nicht aus dieser Ecke rausgekommen. Wenn ich sage, komm raus, hast du hier hinzukommen. Der Google Maps Reiseführer Jiggy
erwartet also von Leon Neckermann Reisen bei Jigsaw, Digga. Nachdem der bis in die Türkei geflogen ist, an irgendeine dunkle Stelle zu kommen und erfindet weitere Ausreden. Er hat mir Standort angeblich geschickt. Ich bin da hingegangen. Ich hab gesagt, komm raus. Ist doch normal, oder? Es gehört sich doch so, dass man sagt... Also ich sag ja immer, ich habe damit gar kein Problem, bei Deutschrappern persönliche Antipathie vom Musikalischen zu trennen. Aber wenn es einen gibt, bei dem mir das wirklich zunehmend schwer fällt, ist es der gute Jiggity Jig Jackson Johnson Jackson Jigsaw, Alter. Komm raus. Und es ist ganz normal, dass ich sage, komm raus. Man boxt sich nicht in den Laden. Ah ja. Außerdem sind das meine Landsleute. Also in einem deutschen Restaurant, da hätte der den Leon Mascher aber quer über die Tische da gezogen, ja. Aber bei seinen Landsleuten, nee, meine Freunde, ja. Da hat der Jigsaw ein feststehendes Regelwerk, ja. Wir wissen alle, bei Beefs und bei sich gegenseitig aufs Maul hauen, da gibt es klare Regeln, da gibt es Richtlinien, ja, an die man sich zu halten hat, als frommer Deutschrapper. Wer weiß, vielleicht hat er sein ganzes Herz da reingesteckt, warum soll ich sein Laden kaputt machen? Vergessen, hier ist Istanbul, eine 25 Millionen Menschenstadt. Überall sind Bullen. Du weißt das auch, du Bastard. Du weißt das. Überall sind Bullen, aber warum willst du dich denn da draußen treffen? Leon hat dir doch angeboten, komm in diesen Boxring und kämpfe gegen mich. Wenn du sagst, überall sind Bullen, ist doch das dann die einzige Möglichkeit, um halt auch wirklich eine physische Auseinandersetzung miteinander zu suchen, ja? Und Leon Mascher zu schlagen, bis er keine Luft mehr kriegt. Ich habe Angst, ja, aber vor Knast und dass ich wieder meine Mutter allein lasse. Ja, nicht meine Mutter wegen das wieder weinen zu sehen, das kann ich nicht tun. Digga, ey. Bruder, was ist denn das für ein geiles Video, Alter? Was ist denn das für ein geiles Video, Alter? Ey, Digga. Mad Props, Alter. Mad Props. Genial gemacht, ey. Ohne Scheiß. So krass unterhalten, Digga. Und Jan, wenn da wirklich Bullen sind und so, dann ich zieh mich zurück. Dann ist mir auch egal, was andere Leute sagen. Und mit der Ausrede torpediert er sich natürlich selbst. Er will nicht in den Knast und Mama Wein sehen. Warum nimmt er dann nicht den legalen, fairen Boxkampf an? Am nächsten Tag ist Matchday. Leon Mascher wartet in der angekündigten... Wie gesagt, ja, Leon Mascher hat hier einen Boxring organisiert. Ich dachte, war da nicht sogar auch noch ein Arzt da? Der hat sogar noch einen Ringarzt organisiert, Leon Mascher, ja? Hat sich hier wirklich ins Zeug gelegt und alles drum und dran und hat diese Szene hier ist dann aus einem Livestream, da hat Leon Mascher auf seinem YouTube-Kanal live gestreamt, um halt auch zu zeigen, dass er da... Dass er da wartet. Ich glaube, er hat eine halbe Stunde da gewartet und er hatte den Livestream ausgemacht, weil er dann gesagt hat, ja, okay, hier passiert gar nichts mehr. Location auf Studio Gangster Jiggy, doch der will jetzt, dass Leon zu einem dunklen Sportplatz kommt. Verzweifelt tingelt er wie ein Psychopath den Sportplatz auf und ab und brüllt sinnlose Forderungen in die Kamera. Guck mal, ich will kein Sport. Wenn du kommst, vielleicht ich gehe mit Machete auf dich. Vielleicht ich gehe mit Baseballschläger auf dich. Lass deine Schiedsrichter. Ist das für eine feige Nummer, ja? Was ist das für eine feige Nummer? Also, ich will nicht mit dir boxen, aber komm her, ich warte hier in einer dunklen Ecke und komm von hinten und schieb dir eine Machete in die Seite oder was? Alter, ehrenloser Typ, Alter. Junge, Junge, Junge. Das ist kein Sport. Wenn wir uns sehen, einer stirbt vielleicht. Ja, meine Mutter wegen das wieder weinen zu sehen, das kann ich nicht tun. Wenn du kommst, vielleicht ich gehe mit Machete auf dich. Vielleicht ich gehe mit Baseballschläger auf dich. Naja, genau, aber dann weint die Mutti nicht, ne? Wenn du mit Machete Leon Mascher abstichst, ne? Da weint die Mutti natürlich nicht. Da ist die Mutti ganz, 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 ganz stolz auf dich, mein Bester, ja? Leon, du bist zwar auf eigene Kosten 2000 Kilometer bis zu mir in meine Stadt gereist, hast einen Ring und einen Schiedsrichter organisiert für einen fairen Boxkampf, aber komm mal bitte dunkle Sportplatz, hab vielleicht Machete mit. Klingt doch gut. Leon Mascher wartet natürlich vergebens. Also, dass Leon Mascher dieses Angebot nicht angenommen hat, verstehe ich auch ganz und gar nicht, ja. Gab es jemals ein attraktiveres Angebot, meine Freunde? Ich glaube nicht. Und wird vom Ringrichter zum Sieger erklärt. Und Jiggy, so besagen Legenden, läuft heute immer noch den dunklen Sportplatz auf und ab. Sieg für Leon, Niederlage für deutschen Gangster-Rap. Also, man muss wirklich sagen, ja, Trash-YouTuber entwendet Gangster-Rappers Ehre. Hat irgendwen schon mal so hops genommen, Alter? Wir wissen ja alle, Beefs sind vorrangig Entertainment und dass jemand irgendwem die Karriere beendet hat, das ist eigentlich so gut wie nie passiert.
Im Endeffekt ist es eigentlich so, dass meistens aus von dem Beef beide Parteien irgendwie profitieren. Aber Leon Mascher hat es wirklich hinbekommen, hier komplette Jigsaws Karriere zu beenden, Alter, ja. Überkrass, Alter. Nächste Duell ist ein Kampf der Titanen. Auf der linken Seite Nemo, der mit freshem Style, Fischerhut und Gänsehautmusik in die Szene platzte und dann die Ausfahrt nahm Richtung und Enno, der Wiesbadener Travis Scott, der das hab ich nicht so mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorurteilt, China ist Weltmeister im Clown, proaktiv bekämpft und Deutschrap fresher denn je macht. Viele erinnern sich noch gut an den Beef zwischen Nemo und Enno, in die später auch Mero und Azimemo gerutscht sind. Es ging um, wer macht... Krass, Alter, meine vier Lieblingsrapper. ...macht Copy-Paste, wer kauft sich Klicks und mal unter uns, wer nicht. Lasset die Spiele beginnen. Fight! Keiner weiß, wie die Sache im Hintergrund genau anfing, aber vor 2 Jahren fing Enno und Nemo urplötzlich an, sich über Insta-Stories zu fronten und vorzuwerfen, Teile ihrer Musik zu klauen. Präziser sagte Enno, Nemo würde einen Song von Caris abkupfern und außerdem bezahle er den Produzenten Remo nicht, der ihm bei Melodien geholfen hat, so dass Remo sogar vor Gericht gehen musste für sein Geld. Hart. Also verstehe ich das hier gerade richtig? Enno bezichtigt hier einen anderen Rapper Flows und Melodien von anderen Rap-Songs, die nicht deutsch sind, zu kopieren? Also wenn es einen Deutschrapper gibt, der da ganz, ganz mucksmäuschenstill sein sollte und so kleine Brötchen backen sollte, aber so kleine, ja, dann ist es ja wohl Enno Scott, Alter. Boah. Ey, Bruder. Bruder. Was wirst du dich angegriffen? Ja? Das war doch gar nicht so gemeint, Mann. Ich meine, du kopierst doch schon hart. Nicht nur dieser Song. Und schreiben tust du ja auch nicht selber. Du bist heute mit mir. Remo, Bruder. Kranker Song, Bruder. Kranker Text, kranker Song. Schade, dass du vor Gericht musstest, damit du deinen Hack kriegst. Es gibt Künstler, es gibt Kopierer, aber es gibt auch Leute, die ihre Texte nicht selber schreiben und die Leute nicht bezahlen wollen oder keine Ahnung, was auch immer. Der Vorwurf gegen Nemo, Styles im Ausland zu klauen, ist aus heutiger Sicht natürlich Ironie-Level Endstufe. Aber Alter, ja, Maximum, Digga. Das ist Ironie-Level, nicht Ironie-Level Maximum, das ist Ironie-Level Maximum 3, Alter. Hätte Enno gewusst, dass er Jahre später zum Botschafter von Klos Videoreihe Deutschrap ist fresher denn je wird und das Sinnbild dafür, wie frech Deutschrap ganze Melodien vom Ausland klaut, Enno hätte sich hier sicherlich zurückgehalten. Die Anschuldigung aber gegen Nemo, den Produzenten Remo nicht zu bezahlen, ist natürlich hart und Nemo reagiert so schlecht, wie man nur reagieren kann. Remo, Bruder, wenn du Zeit hast, melde dich bitte und schreib mir heute mit mir 2. Aber ich bezahle dich nicht, Canım. Gute Nacht. Ansonsten sehen wir uns vor Gericht wieder. Cringe? Alter. Stellt euch vor, es kommt von euch raus, ihr betrügt einen Produzenten um sein Geld und ihr reagiert mit so einem Joke und Fake-Lache. Ansonsten sehen wir uns vor Gericht wieder. Was mein Vermieter sagt, wenn ich die Mieterhöhung anfechte. Ansonsten sehen wir uns vor Gericht wieder. Oh, Alter, was für, ey, Digga, ja, was ein Schmutzmove, Alter. Naja, das Thema ging in die nächste Runde mit Ennos Kumpel Mero und dem Thema Klicks kaufen. Nemo war wütend und sprach etwas aus, was viele zu dieser Zeit fühlten und genauso sahen. Leute, die haben was drauf. Es gibt Leute, die haben Talent. Es gibt Leute, die sind Künstler. Es gibt Leute, die steigern sich Tag für Tag mehr. Und es gibt Leute, die kaufen sich einfach ihre Klicks und kriegen dadurch Aufmerksamkeit. Dadurch, dass diese Leute sich Klicks kaufen und Aufmerksamkeit kriegen, bekommen Leute, die wirklich die Aufmerksamkeit verdient haben, sie nicht. Netter Sneak-Diss hier von euer Boy auf jeden Fall, ja? An die TikTok-Hampelmänner. Kleinkinder,
die rappen, okay, ihr rappt, Alter, alles schön und gut, aber denkt ihr wirklich, weil ihr eure Klicks kauft, werdet ihr auf einmal berühmt und erfolgreich und dies und das? Und derjenige, der Klicks kauft, ist ein Hurensohn. Deine Mutter ist die größte Hurentochter der Welt. Viele waren absolut seiner Meinung. Die Klickzahlen vieler Rapstars spielten verrückt, auch von irgendwelchen No-Names. Und 2019 kam die große Doku vom Y-Kollektiv zum Thema Klicks kaufen und zeitgleich Meadows Mega. Wie gesagt, immer noch eine Doku, die leider das Potenzial gehabt hat, hier wirklich den Markt zu erschüttern und hier auch den Markt zu exposen, weil da war viel Wahrheit dahinter. Aber einfach die Machart der Doku war unzureichend, Digga. Ja, leider Potenzial nicht ganz ausgeschöpft, aber es ist definitiv sehr, sehr viel Wahrheit in dieser Doku drin gewesen. Aber für Leute wie Khatar, die jetzt aber mal argumentationstechnisch nicht auf den Kopf gefallen sind, war das halt leicht, sich da aus der Affäre zu ziehen, meine Freunde. Hype aus dem Nichts, dessen Klicks niemand nachvollziehen konnte. Für viele war die Schlussfolgerung, Meadows Hit basiert auf gekauften Klicks. Als es 2016 so richtig losging mit den Klick-Explosionen, konnte man sich die Zahlen noch intuitiv erklären. Bones und Raff bauten mit Palmos Plastik auf dem deutschlandweiten Hype um 187 auf und erreichten mit ihrem ikonischen Dancehall-Afro-Trap-Album Millionen von Musikinteressierten jeden Alters, auch abseits von Rap und über Ländergrenzen hinaus. Afro-Trap war eben vor allen auch ein französisches Thema. Damals ging alles im Deutschrap, was französischen Einfluss hatte, durch die Decke und wurde auch international geklickt. So wie bei KMN um AZ und Miami Yassin, die mit ihren Autotune-Hymnen den Zeitgeist trafen. Dann der Ritterschlag Caris aus Frankreich höchstpersönlich, hörte Kokaina im Auto. Man wusste, die Musik schlägt gerade Wellen. Aber als Meadow 2019 die 100 Mio Marke knackte, konnten das viele nicht nachvollziehen, doch sie vergaßen. Meadow war ein süßer Boy mit schöner Stimme, orientalischen Einflüssen und hatte auch viele Fans in der Türkei und bereits vor seinem Track Ballerlos eine riesen Instagram-Community, bestehend aus vielen jungen Kindern. Khatar sagte dazu: Hört auf zu sagen, das sind nur Kinder. Ja, das sind Kinder. Wir waren auch Kinder, als wir angefangen haben. War ein ganz, ganz unangenehmes Gespräch hier, ja, mit Mois und Khatar, Digga. Vor allem Mois hat ja irgendwie gesagt, ja, wenn du mir beweisen kannst, dass die Klicks auf Meadows Ballerlos aus Deutschland kommen, dann ist es ja bewiesen, dass das keine Fake-Klicks sind, ja. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt verschiedene Qualitäten bei den gekauften Klicks, ja. Wenn du Premium-Money bezahlst, bekommst du auch Premium-Fake-Klicks. Das sind keine Fake-Klicks aus Vietnam oder Indonesien. Das sind dann Fake-Klicks, die halt wirklich täuschend echt aussehen. Ja, dafür musst du halt den ein oder anderen Extraschein in die Hand nehmen. Und das machen diverse Leute. Ich sage jetzt nicht, dass das Khatar macht, aber diverse Leute machen das auf jeden Fall. Auch diverse sehr, sehr erfolgreiche Künstler, die den Rachen einfach nicht vollkriegen. Ja, da gibt es den ein oder anderen Künstler, der definitiv auch den ein oder anderen Single-Nummer-1-Hit schon zu verzeichnen weiß, ja, in seiner Vita, der vielleicht auch so mit seinen neuen Releases noch so 2-3 Millionen Klicks macht, aber der wird halt nochmal drauf, nochmal 2-3 Millionen extra gekauft, einfach um sich selber schön das Ego zu streicheln, ja. So ist das halt leider. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt keine Krankheit, die nur den deutschen Musikmarkt heimgesucht hat. Das ist leider mehr gang und gäbe, als man das eigentlich vermuten möchte. Hip-Hop zu hören. Meadows Hype war real. Aber das allgemeine Problem um gekaufte Klicks und Wettbewerbsverzerrung war es auch. Deswegen war Nimos Wutrede auch wichtig. Aber schoss Nimo damit jetzt gegen Meadow? Hört auf, alle Meadow zu schreiben. Ich meine gerade nicht Meadow. Es geht hier gerade gar nicht um Meadow. Sei Meadow gegönnt. Warum redet ihr alle von Meadow? Wieso redet ihr alle von Meadow? Hä? Wer redet von Meadow? Keiner redet von Meadow. Aber als Meadows Lied Wolke 10 rauskommt, frontet Nimos Kollege Azimemo gegen Meadow mit Kopiervorwürfen. Aus Meadows Umfeld kommt der Vorwurf zurück, Azimemo und Nimo klauen bei ihren Blabla-Songs ihrerseits von Franzosen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Sache wird privat im Guten geklärt. Nimo beendet beide Beefs mit Enno und Meadow mit jeweils einem gemeinsamen Song. Fun Fact dazu, der Song von Nimo und Enno, der den Beef, wer von beiden Musik kopiert, beenden soll, kopiert die Musik von einem anderen Song ohne Referenzangabe. Kein Scherz. Hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, wo ist die Kommunikation? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, crever la main sur le cœur. Deutschrap ist fresher denn je. Alter, ey, der Enno ist doch wirklich so eine verdammte Witzfigur, ja. Also, das ist wirklich jemand, der macht Musik nur, weil er damit Geld verdienen möchte.
Da ist null Passion dahinter, da ist null Leidenschaft dahinter und da ist null Identifikation vorhanden mit dem Hip-Hop-Movement, mit der Hip-Hop-Kultur. Deswegen ist es als Schmutz zu betrachten, meine Freunde. Ja. Abartig, Alter. Zusammen klaut es sich eben immer noch am besten. Nemo und Enno haben das Maximum aus dem Beef herausgeholt und beide Fanlager zusammengebracht und Klicks generiert. Das ist dann wohl ein Sieg für beide Seiten. Der nächste Kampf ist ein richtiger Klassiker im Deutschrap. Auf der linken Seite Flair versus Kollege. Oh, die Alexanderplatz-Affäre. Nice, nice. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja. Legendärer Beef, Alter. Das für alle meine Brüder, wir wollen ganz nach oben. Und hier gucken wir auf den Höhepunkt in 2016. Felix Exposed, Alter. Übrigens, das Felix Exposed-Video werden wir uns die nächsten Tage auch geben, Digga. Ja. Ein Ehrenbruder hat das wieder hochgeladen auf YouTube, Digga. Seitdem Colle Flair das erste Mal sneakdiste, hat sich sehr viel getan. Felix hatte es geschafft. 10 Jahre lang hatte er gerappt, dass er der Boss ist, bis er der Boss war. Mit dem Album King brach er alle Verkaufsrekorde. Unfassbare Zeit gewesen damals, ja. So schön, Digga. War eine der geilsten Zeiten im Deutschrap, Digga. Die komplette Promophase und wie das dann kumuliert ist in diesen unfassbaren Verkaufsrekord, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, Digga. Ja. Machte damit Erzrivale Kool Savas den King-Titel streitig und war an der Spitze vom Deutschrap angekommen. Und Flair war der Außenseiter, ohne Rücken, von vielen gehasst. Kollege und Farid Bang hatten ihn überrundet und machten sich jetzt von oben herab über ihn lustig. Voll auf Testo entstanden in dieser Phase 2 sehr gute, wütende Straßenalben und 2000... Ohne Scheiß, ja. Ohne Scheiß, Digga, ja. Also beides ist richtig. Es entstanden 2 sehr gute, wütende Straßenalben und Flair war voll auf Testo, ja. Also... Er sah aus wie ein komplett anderer Mensch, Digga. Ja. 2016 sollte Flair mit komplett neuem Sound den Zeitgeist treffen und alle Musikkritiker überraschen. Aber trotzdem galt für die Mehrheit der Leute... Bewährung vorbei, EP, für mich immer noch ein unterschätztes Meisterwerk, Digga. Ja. Haben, glaube ich, viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, Flair erst in den letzten 2-3 Jahren auch wirklich richtig greifen konnten, gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich. Ja. Bewährung vorbei, EP, müsst ihr unbedingt mal abchecken. Ist ein sehr, sehr krasses Release gewesen, Digga. Roher Sound, trotzdem progressiv, neuartig und einfach geballte Gewalt da drauf, Digga, ja. Das ist eine hochgradig qualitative EP gewesen, Digga. Colle gegen Flair war Paris Saint-Germain gegen Hertha BSC. Fight! 2016 hatte Flair neben seiner Musik nur eine Sache im Kopf, Hass auf Kollege. Im epischen Interview mit Nico von Backspin kommt alles hoch. Haben wir uns ja auch schon mal komplett hier im Stream gegeben, ein Legenden-Interview, ja. Eins der besten Deutschrap-Interviews aller Zeiten, Digga. Auf so vielen Ebenen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil einfach der gute Jalil nie seine Fresse halten konnte, ja. Der hat sich ja den Mund fußlich geredet, Leute, ja. Kollege ist kein guter Rapper. Warum ist Kollege kein guter Rapper? Weil er Scheiße erzählt. Weil er lügt. Hä? Es geht nur um Inhalt. Bitte? Es geht nur um Inhalt. Findest du wirklich? Damit bist du aber Rakim, damit bist du Nas. Du Fotze willst sagen, Kollege rappt wie Rakim? Beste Stelle, ja. Du Fotze willst sagen, Kollege rappt wie Rakim? Hat er sich da auch dann noch später noch so ein bisschen versucht, aus der Affäre zu ziehen, ja? Wo er gefragt wurde, warum hast du Nico Backspin einfach Fotze genannt? Hat er dann gesagt, ja, in Berlin macht man das so unter Freunden. Wer kennt das nicht, ja? Nein. Später kommen weitere indirekte Drohungen von Flair, der sich auf Kollegas Tourtermin in Berlin freut. Kollege, völlig unbeeindruckt, plant Flair in seiner eigenen Stadt hops zu nehmen auf ganz, ganz bösem Niveau. Film ab. Ja, Freunde, wir sind hier in Berlin angekommen und hier Brandenburger Tor über. Weiß noch jemand, ob sich Kollege dort am Platz, ja, am Alexanderplatz, eine Cola gegönnt hat oder eine Cola Light? War das eine Diet Coke oder war das eine richtige Coke? Hat das dann richtig krachen lassen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, es war auf jeden Fall aus einer 0,3 Liter Glasflasche, ja. Übrigens, wir gehen ein bisschen spazieren. Heute Abend im Tempodrom. Hauen wir auf die Kacke. Kommt alle vorbei. Kommt bitte alle vorbei. Merkt euch noch eins. Die einzige Möglichkeit, Kollege ein Haar zu krümmen, ist in Kursivschrift zu schreiben.
denkwürdige Line, ja. Eine der besten Lines von Kolle ever, Alter. Ey Felix, du Schwanz, du scheiß Schauspieler, Bastard vom Brandenburger Tor, du Hundesohn mit deiner Alter, ich muss aber auch sagen, also jetzt nochmal großen Respekt nochmal an euer Boy, denn das alles hier ist relativ schwer zu finden und was da für eine Arbeit hinter diesem 36-minütigen Werk hier steckt, Alter, das kann man eigentlich gar nicht richtig zu schätzen wissen, wenn man nicht selber auch mal solche Videos auch gemacht hat, Digga, ja, also deswegen mega Props, Alter, an der Stelle. Behinderten Scheiß-Kack-Schauspielerei, Alter, wo bist du? Sag, wo du bist, ich komm jetzt hin! Immer noch in Berlin unterwegs, alles Cola Light war es, ja. Der figurbewusste Boss an der Stelle schon immer gewesen, ja. Kollega gibt für alle ersichtlich einen Facebook-Post ab, wo er sich in Berlin befindet und wartet. Ab jetzt ist klar, wenn Flair nach all den Drohungen jetzt nicht erscheint, ist das eine Blamage der Königsklasse. Kommen halt die ersten Leute schon hier, ey, ist ja natürlich klar, ja, Kolle, wie gesagt, damals schon Superstar gewesen, dass dann auch Leute kommen mit den Nerven hier wegen Fotos und so weiter, ja. So gut, Digga, so gut, ey. Also danke an euer Boy nochmal für diese Zeitreise hier. Ja. Das war ein sehr, sehr denkwürdiger Moment, den vielleicht auch der ein oder andere noch jüngere Rap-Hörer, der jetzt vielleicht erst seit 2-3 Jahren dabei ist, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Hat da Flair nicht noch gesagt, so von wegen... Jo, das dauert lange, ja, bis ich zum Alexanderplatz fahre, weil es ja gerade Rush Hour und so weiter. Hättest du mal noch ein bisschen länger gewartet, ich war dann da. Ne? Irgendwie sowas. Ne? Ich glaube, irgendwie ganz dunkel kann ich mich noch daran noch erinnern, Digga. Kollege weiß das nicht. Marvin, ich möchte auch ein Foto mit dir. Schokosnow, mach mal im Sommer. Ich komme noch im Sommer nach Deutschland, dann machen wir Fotos, ja. Natürlich perfekt auszuschlachten, unterhält sich mit Fans darüber, dass wirklich jeder mitbekommen hat, wo Kollega gerade ist. Andere fragt er, wie lange sie zum Alexanderplatz gebraucht haben, um anzudeuten, Flair könnte hier sein, kommt aber nicht. Wie habt ihr denn mitbekommen, dass Kollega hier ist? Wir haben gehört über seinen Bruder. Wir haben gehört, Flair macht Flair schön große Ansagen hier in Berlin. Weißt du, wie lange ich hier schon warte? Fast eine Stunde jetzt, ne? Kann man mal ein Foto machen? Ja, ja. Woher weißt du denn, dass ich hier bin? Ja, von Facebook. Grüß dich, Abdurrahman sehe ich hier, heißt du? Ich grüße dich hier vom Alexanderplatz. Wir stehen in der Kälte und warten. Wir wissen nicht auf was. Wie lange brauchen wir denn vom Brandenburger Tor bis hier hin? Normalerweise 25 Minuten. 25 Minuten schon, ja. Ich glaube nicht, das auch. Weil ich hier angetanzt bin. Vor 46 Minuten, Alter. Ich sitze hier 46 Minuten in der Kälte. Jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen. Wir fahren jetzt zur Location zurück, machen einen Soundcheck und gucken mal. Als krönender Abschluss performt Kollege in Berlin natürlich den legendären Fanpost-Diss-Track gegen Flair. Ei, das tat weh. Alter Schwede, ja. Alter Schwede, alter Schwede. Komplette Zerstörung, Digga, ja. Flair macht es nicht besser. Er wartet mit Kumpel Jalil im Auto vor der Konzerthalle, aber passieren tut natürlich nichts. Im Anschluss wollte der Kollege in einem Video exposen und seine Lügen aufdecken. Und das unter anderem anhand der Rathausuhr im Hintergrund von Kollegas Video beweisen. Blöd nur, dass die Rathausuhr gar nicht funktionierte und Flairs Verschwörungstheorie... Ja, die war halt leider defekt, ja. Ja, und das war so sein bestes Argument, ja. So, haha, guck mal, in deinem Video sieht man im Hintergrund die Rathausuhr. Du hast das an einem komplett anderen Zeitpunkt am Tag gepostet. Also, wenn dem so gewesen sein sollte, hätte doch einer der zahlreichen Fans, die da Kolle aufgesucht haben nach dem Facebook-Post, die hätten doch alle bezahlt gewesen sein müssen, ja. Also, Bruder, ja. Also wie gesagt, ich mag beide, ja, Flair und Kolle, und ich finde es auch geil, dass die mittlerweile einfach mal ein sehr, sehr geiles Feature jetzt auch gemacht haben, ja. Wer hätte das gedacht vor 5 Jahren noch, 2021,
Flairs Album Widder kommt raus und einer der besten Tracks auf dem Album ist einfach ein tolles Feature, wo die beiden wirklich meisterlich abliefern. Aber das war schon sehr, sehr unterhaltsam damals für uns alle, ja. Ihn platzen ließ. Dieser Kampf war eindeutig und schmerzhaft. Sieg für Kolle. Heutzutage machen die beiden Musik zusammen. Ende gut, alles gut. Ich brauch keine Bodyguards, Mutter, ich bin nicht Flair, ich brauch keine Bodyguards. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Aber auch nochmal nice, ja. Also er gibt auch hier Kolle nochmal einen Seitenhieb mit und bewahrt seine Neutralität. Ist natürlich definitiv so, ja, dass auch ein Kolle nicht alleine durch die Straßen läuft. Aber man muss natürlich auch nochmal sagen, wenn man so einen Bekanntheitsgrad von Kollega, von Farid Bang, von Bushido, auch von Flair hat, ja, ist es auch nicht wirklich klug, alleine durch die Straßen mehr zu laufen, ja. Das ist ja nicht nur bei Deutschrappern so, das ist auch bei anderen Musik-Superstars so, ja. Der nächste Kampf wird ausgetragen vom Bitcoin-Jäger Bushido auf der linken Seite und rechts einem Gegner, mit dem zu 1 Million% niemand von euch gerechnet hat. Es gibt nur eine Person. Oh nee, Bushido gegen Roos oder was? Vor der Bushido mehr Angst hat als vor Arafat und Manuelsen. Nee. Rosa Alexandra? Tandra. Der Grund, warum Internet auch existiert. Wer ist das denn? Rosa macht für Klicks wirklich alles, wie Hundekacke anfassen, Fußnägel essen oder Kaugummis von der Straße kratzen und dann kauen. Geltungsdrang und Aufmerksamkeitsökonomie schlägt Menschenwürde. Ohne Spaß supportet solche Menschen nicht. Diesen Kampf hat das Internet gebraucht. Get ready. Fight! Okay, dieses Duell habe ich reingemogelt. Es gibt gar keinen Beef. Bushido hat Rosa komplett ignoriert, aus Angst, denn so wenig man mit Rosas Schaffen anfangen kann. Es gibt einen respektablen Song, ein Diss-Track gegen Bushido, in der Rosa Bushido nicht Berlin-Verbot gibt, nein, Bushido aus Berlin verbannt. Vergesst das Urteil von Kool Savas, dieser Ohrwurm zerstörte eine Karriere nachhaltig. Bushido, du packst das. Also, was ist denn das für eine gestörte Person, Digga? Also jetzt mal Real Talk, Digga. Ans Ende der Welt. Es gibt wirklich Leute, also die kenne ich halt auch nicht und es ist auch nicht schade, ja? Fingersolo. Ich hoffe, ihr nervt eure Freunde genauso penetrant, wie ich meine mit diesem Track. Wenn ihr bei jemandem gepennt habt, einfach mal früh morgens diesen Hit anmachen und eure Freunde damit wecken. Eure Freundschaft wird stärker werden und wachsen. Nach diesem Diss-Track aus 2016 distanzierte sich Arafat von Bushido als Vorsichtsmaßnahme und Kollege und Farid Bang hatten freie Fahrt gegen Bushido. Der Rest ist Geschichte. Dieser Kampf war unfair und geht haushoch an Rosa. Für den letzten Fight machen wir eine große Zeitreise. Zurück in die 90er zu Tic-Tac-Toe. Diese drei legendären... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das kennen wirklich nur noch die OGs hier. Ja. Frauen sind der Inbegriff der 90er Jahre. Die beste Pressekonferenz aller Zeiten, immer noch. Sie sind so 90er wie Gameboys, Diddlemäuse und Spuck auf Rudi Völler oder die fucking Love Parade. Damn, die 90er waren eine wilde Epoche und genauso wie Tic-Tac-Toe, bunt, kitschig und einfach unhatebar. Wirklich unhatebar, jeder, der die Girls schlecht redet, kriegt von mir aufs Maul. Okay, man muss sagen, dass die drei ein bisschen den Style von Sixten abgeguckt haben, aber trotzdem waren sie Vorreiter ihrer Zeit und verkauften millionenfach. Aber Real Talk, so wie ich das nachlese, waren sie eher isoliert vom deutschen Hip-Hop und wurden von Musikkritikern nicht wirklich ernst genommen. Leute der 90er... Wie ist der erste Song von denen? Ich finde dich scheiße, ne? Und dann hatten die so eine Ballade, verpiss dich... Leck mich am Arsch, leck mich am A, A, leck mich am B, B, ne, irgendwie sowas, ja, das sind so die drei Songs, die wirklich
ja, Bruder, ne, Deutsch-Rap-Geschichte geschrieben haben. Kommentiert mal, wie habt ihr... Ach, warum, ja, genau, warum. Und warum, Ihr früher über TikTok... Alter. ...Tau gedacht. Wahrscheinlich so, das ist Musik für Kinder. Was Musik? Das sind Hits. Ich höre nur Hits. Weißt du, was mir immer so durch den Kopf geht, wenn ich sowas sehe hier? Ich frage mich dann immer, was machen die heute? Ja? Weil die haben ja damals, wie gesagt, die hatten Nummer 1 Hits und alles, wie euer Boy ja gerade schon gesagt hat, die haben Millionen von Platten verkauft. Ja? Also nicht hier nur so 100.000 mal Gold gehen oder sowas. Ich glaube, damals war es noch 250.000, um Gold zu gehen. Das wurde ja dann nach unten korrigiert, nachdem der Absatzmarkt für Musik dann sich auch ein bisschen so zurück entwickelt hat. Ja? Aber Bruder, ja, was machen die heute? Ja, crazy. Es ist schwer, dich zu beschreiben, die Wörter zu vermeiden, die ich hier nicht sagen will, doch wenn zu viel ist, ist zu viel. Ich bin die Scheiße, so richtig scheiße. Ich bin die Scheiße, so richtig scheiße. Meist lustig, provokativ. Aber sie konnten auch thematisch vielfältig und gesellschaftskritisch sein. Vielleicht hörte man auch den Vorwurf gegen sie, sie waren ein Plan der Musikindustrie, denn sie waren plötzlich da und hatten Riesenbudgets für Musikvideos. Man nehme den damaligen Trend von Girlbands und mixte zusammen mit der neu aufkommenden Hip-Hop-Kultur und kluges Ding verhält Tic-Tac. Schierlade, danke schön für der Twitch Prime. Tau. Tatsächlich war das Musiktrio nicht das Produkt von Freundschaft, sondern einer anderen Frau, eine sehr bekannte deutsche Musikmanagerin, die die Band gründete. Innerhalb der Band gab es viele interne Krass, also auch zusammengecastet, ja, dann ist natürlich klar, ja, dass man hier vielleicht nicht unbedingt beste Freundinnen war hinter den Kulissen. Und das hat dann halt, ja, nach einiger Zeit zu wilden Anfeindungen untereinander geführt. Streitigkeiten und nach außen massig Skandale. Dann kam die legendäre Pressekonferenz, die eigentlich dafür gedacht war, dass die drei sich wieder versöhnen, um gemeinsam Musik zu machen. Doch es kam alles anders und eskalierte komplett. Ladies and Gentlemen, Tic-Tac versus Tau. Fight! Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass jetzt wieder losgeht, dass wir zusammen wieder loslegen. Wow! Ich muss sorgen und ich habe keine Lust darauf, irgendwie Verantwortung oder irgendwelche Schuldzuweisungen noch irgendwie... Du brauchst auch gar keine Verantwortung für mich übernehmen, weil ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden. Nicht ich. Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Wow. Also nein. Ich werde eins sagen. Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren, hat sie bei mir geschlafen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das ist Die Pressekonferenz führte zur Trennung der Band. Die drei konnten trotz späterem Comeback nie wieder an alte Erfolge anknüpfen und verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Lee arbeitete später im Zoo an der Kasse. Beide Seiten gehen leider als Verlierer vom Feld, aber lasst uns ihre Werke weiter in Ehren halten. Tic-Tac-Toe for life. So, das war's für heute. Kennt ihr noch andere Beefs im Deutschrap mit dem gewissen Cringe-Faktor? Also, mir fällt keiner ein. Nennt mal für den nächsten Teil weitere legendäre Rap-Promi-Beefs, die uns gut unterhalten haben und Oh, Manuelsen gegen 6ix9ine war auch nice, Digga. ...witzig waren. Andere Themenvorschläge, auch seriöse Sachen, schreibt mir bei Insta. Wir sehen uns. Der Satz macht keinen Sinn. Ihr hört mich. Bis dann. Votre Garçon. Absolut irres Video, Alter, ja. Also euer Boy ist zurück mit einem Bang, Alter, ja. Holy shit. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Absolutes Entertainment. Die Zeit ist wie im Flug hier vergangen, Digga, ja. Abonniert den Bruder, supportet den Bruder, gebt da Like, Kommentare, alles Mögliche, ja.
Wahnsinns Video, Alter. Und eine Schweinearbeit dahinter. Geiles Ding, Digga.